Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Map. Wir spielen die Version 3.0 ohne Gräben. Wir haben in den letzten Folgen haben wir gedrescht ohne Ende, haben hier schön unsere Ernte eingefahren. Und jetzt sind wir dabei, Stroh einzufahren. Zwei Traktoren sind unterwegs mit Cosplay und fahren gerade Stroh ein. Ein Traktor ist unterwegs, also wir fahren das ins Hofsilo. Ein Traktor ist unterwegs vom Hofsilo zum Kompost. Bringt da schon mal was hin. Und ich mache jetzt hier gerade mal einen Gespann fertig, mit dem wir dann schön Weizen zur Brauerei bringen können. Wir haben recht viel Weizen im Hofsilo. Das kann ja verarbeitet werden. Ich will nicht alles zur Brauerei bringen, aber erstmal, denk mal, mindestens zwei von diesen Ladungen werde ich da mal hinbringen. Und müssen wir erstmal schauen. Ich weiß gar nicht, wie viel da reinpasst. Hof. Hof zur Brauerei. Das Schöne ist ja, ich fahre ja durch alle Silos bei der Brauerei durch. Das heißt, er lädt dann da ab, wo er meint, dass es Sinn macht. Weizen. Ich weiß gar nicht, wie viel hier reinpasst in so einen. Das ist 59.000. Was 59.000 sind. Wir haben 272.000. Naja, ich bringe erstmal nur einen. Erstmal nur einen Durchlauf. Weil ich will auch noch Weizen auf jeden Fall zur Mehlfabrik bringen. Das machen wir danach. Und wenn wir dann Weizen bei der Mehlfabrik haben, dann können wir den restlichen Weizen auch noch zur Brauerei bringen. 118.000, dann hätte ich 236.000 weg, dann hätte ich nur noch 36.000 für die Mehlfabrik. Das wäre mir, glaube ich, zu wenig. Ich möchte jetzt die Bäckerei mal richtig schön auslasten. Da können wir dann auch schön Obst holen. Und, können wir alles schön wieder hier beschicken mit irgendwelchem Zeugs, was wir so brauchen. Das werden wir wohl hinkriegen, denke ich. Weil erster ist voll. Zweiten noch voll. Ist doch wunderbar. Hier läuft doch alles. Der 900 Vario kommt zurück vom Kompost. Der müsste dann ja auch bald irgendwo sein. Sehe ich den überhaupt auf der Karte? Jawohl, da oben kommt er zurück. Da muss man jetzt bloß gleich gucken, dass ich das hier nicht alles... Weil es treffen sich natürlich jetzt vier Cosplay-Kurse hier am Silo. Und zwei davon sind auch noch entgegengesetzt, nämlich die beiden Ladewagen, die gerade unterwegs sind. Einer ist voll, der kommt jetzt gerade zurück. Ja, oh, jetzt könnte es... Schauen wir mal. Super. Der kommt vom Kompost. Gerade so geklappt. Und wir fahren jetzt hier rum und ab zur Brauerei. Ja, wunderbar. Gibt's nichts zu meckern, würde ich sagen, im Moment. Das läuft wie ein Länderspiel. Da ist er. Ach nee, das ist er nicht. Das ist unser Ladewagen von dem einen Feld, von dem Feld 1. Der bringt uns Stroh hierher. Der andere holt direkt Stroh wieder ab. Das läuft doch. Das läuft doch. Das ist doch wunderbar. Wunderbar. Richtig schön. Richtig toll finde ich das. Was machen wir denn so lange? Gehen wir in den Wald und fangen schon mal an, Bäume zu fällen? Habe ich lange nicht mehr gemacht. Könnte mal interessant werden. Da ist er doch. Machen wir doch mal hier so eine Nachtfellaktion. Ah, das war ein zu viel. Ach, wie war das denn noch? Ah,
Schwester anschalten. Oh, was. Schnittlänge 8 Meter, passt. Oh. Machen wir da rein. Ah, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen. Wieder nochmal die. Was ist denn noch wahr? Völlig daneben, ne? Was wir von drinnen machen. Von drinnen ging das letzte Mal eigentlich ganz gut. Welcher Knopf war denn hier jetzt noch Segen? Ja, das nee, Kamera will ich ja gar nicht. Hallo, ich hatte doch eigentlich mal. Achso, ich habe einmal auf 10 gedrückt, hat die Schnittlänge natürlich dadurch runtergesetzt. Das ist natürlich doof gewesen. 8 Meter wollen wir natürlich haben. Ein Stück weiter runter gucken, damit ich einen Ausblick habe, wo vorne ist. Hin muss. So, Holzarbeit ist ja nichts für mich eigentlich, ne? Ich glaube, ich hole mir wirklich dieses Castor Woodpack. Das ist sonst nicht so meins. Ich habe auch noch überhaupt nicht aufgeforstet. Habe ich nämlich auch eigentlich keine Lust zu. Oh. Vielleicht noch was dicht dran. Man braucht so viele Bäume für so wenig Paletten eigentlich. Da kaufe ich mir die, glaube ich, bevor ich hier mal die Zeit verschwende. Da vorne kann ich sowieso nicht fällen. Diese gegabelten Bäume. Da müsste ich fällen können. Natürlich eigentlich gerne so tief wie möglich. Ich dann da mit der Stumpenfräse notfalls später auch wirklich ran kann. Ja, ich könnte natürlich auch einfach mal die Fruit Density zurücksetzen. Nicht nur die Kultivator Density. Dann habe ich ja im Endeffekt automatisch, glaube ich, hier auch wieder kompletten Wald stehen. Nein, jetzt habe ich die Länge verändert. Wollte ich ja gar nicht. Eigentlich. Ich müsste ja einfach Multiplayer spielen. Es gibt bestimmt Leute, die da Bock drauf haben, den ganzen Tag durch den Wald zu fahren. Die Bäume kaputt zu machen, oder? Ja. Bleib doch mal locker. Jetzt nicht. Mann.
Hallo? Mal draußen gucken. Ja, also mehr als das. Weiß ich jetzt auch nicht, was ich da jetzt machen soll. Naja, dann ich das ganz einfach. Ah, jetzt wollte er. Ich weiß es nicht. Also, wenn ich dann irgendwie ganz viel zu schnell wegfahre, dann sagt er mir auf einmal. Segen. Aber wie weit muss ich da? Wann sagt er das? Der ist mir jetzt zu doof. Hat der Baum Glück gehabt, bleibt da stehen. Den nächsten Baum. Noch stehen hier ja genug. Auch wenn es immer weniger werden. Aber tatsächlich mal aufforsten hier, wie auch immer das geht. Ich weiß gar nicht, ob das mit der Baumpflanzmaschine geht oder ob man mit der nur wirklich Felder aufforsten kann. So, jedenfalls müssen wir das hier alles pflügen und zu einem Feld konvertieren. Dann aufforsten. Da steht doch ein Mörderbaum. Auch alles eher so ein bisschen ohne Sinn und Verstand, wie ich das hier mache. Wie so vieles. Aber ich kriege hier Holz. Mein Series 7 steckt im Verkehr fest. Da muss ich gleich als erstes erstmal gucken, dass ich den wieder aktiv kriege, bevor wir hier weitermachen. Mal hingehen und gucken. Ja gut, klar, logisch. Ganz klar, dass der. Ah, vielleicht haben wir ihn. Dann wir mal hier drunter, weil hier muss jetzt erstmal nämlich keiner mehr, oder? Doch, klar. Unser Kompostfahrer muss da ja ran. Stelle ich mich erstmal wieder aus dem Weg. Und hier hinten muss nämlich keiner ran. So. Und auf geht's wieder schön ab im Wald. Ab zu den nächsten Bäumen. Verballert. Nee, das wollte ich gar nicht. Wieder so ein Baum, der nicht zu fällen geht oder was. Ein bisschen Harvest dafür mal einschalten. Hat sich natürlich ganz abgeschaltet. Wahnsinn, wer sich so ein Gerät überlegt hat. Das ist unfassbar. Und echt faszinierend, ne? Vorwärtsgang haben wir auch.
haben wir hier auch bald gut abgeerntet. Aber dann läuft die Produktion auch erstmal wieder. Einen machen wir noch. Dieser Folge. Ich denke mal, die nächste Folge wird so ähnlich weitergehen wie bisher. Was war das jetzt? Bin ich heben oder was ist hier los? Aha. Er kennt ihn nicht, den Doppelstumpfbaum. Ja, so viel für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch. Würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Würde mich auch freuen, wenn wir uns dann wiedersehen in der nächsten Folge. Hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar. Abonniert mich. In diesem Sinne und tschüss, bis demnächst.